Hallo allerseits. Ich bin Abraham Olanuwa und arbeite als Pastor in der Christ-like Church in Illinois, Chicago. Die Christ-like Church ist international vertreten, in ganz Nordamerika, Europa und Afrika. Wir sind eine Zweigstelle von Sword of Spirit. Ich arbeite dank der Gnade Gottes als Hauptpastor der Gemeinde in Chicago. Es ist mir eine Ehre, an dem Seminar von Shinchon Chi teilzunehmen. Der Vorsitzende Herr Manhili leitet das Seminar an und hat durch seine Predigt große Einsicht gegeben. Er hat eine umfangreiche Predigt über die Prophezeiung der Offenbarung und ihre Erfüllung gegeben. Insbesondere hat er über den Bund gesprochen, den Gott mit uns, seinem Volk, geschlossen hat, mit denen, die in dieser letzten Zeit leben. Dieses Seminar erklärt uns vor allem die Offenbarung und den neuen Bund Gottes, der für uns, die Kinder Gottes, gilt. Das Geheimnis, das bisher verborgen war, erscheint in dieser letzten Zeit und wird deutlich. Ich sehe die Gelegenheit für die Teilnahme an diesem Seminar als einen großen Segen an. Ich habe während des Seminars viele Inhalte mitgeschrieben und werde sie für meine zukünftige Arbeit im Auge behalten. Ich möchte mich bei allen, einschließlich dem Vorsitzenden, Herrn Lee, bedanken, durch die Gott gearbeitet hat. Der Vorsitzende Herr Lee hat eine gerechte Arbeit getan. Gott hat durch ihn in dieser Zeit, die durch Corona geprägt ist, auf sehr besondere Weise gearbeitet. Viele Menschen stellen sich zurzeit viele Fragen über das Mahlzeichen des Tieres, die 666, und über Dinge, die in der Endzeit geschehen werden. Die Verheißung Gottes ist das Ja und das Amen. Die Bibel sagt, dass die Inhalte der Schrift leicht und verständlich vermittelt werden sollten. Aus dem Grund bin ich sehr dankbar, dass mir die Prophezeiungen der Offenbarung und ihre Erfüllung so verständlich vermittelt worden sind. Sehr geehrter Herr Vorsitzender Manhili, ich danke Ihnen dafür, dass Sie diese Inhalte uns, den Kindern Gottes, sehr klar und verständlich vermittelt haben. Besonders habe ich für mich viel von 2. Könige 7, Verse 3 bis 20 mitgenommen. Ich möchte mich mehr mit 2. Könige 7, Vers 9 beschäftigen. Die Bibelstelle spricht von 4 Aussätzigen und sie werden gerettet. Sie fanden es nicht gut, diese Botschaft nur für sich zu behalten. Sie sagten, dass dieser Tag der Tag der frohen Botschaft ist und dieser keine Bedeutung hätte, sondern sie die Botschaft nur für sich behalten. Folgendes möchte ich aus diesem Grund an alle Menschen der Welt ausrichten. Es hat überhaupt keine Bedeutung, wenn wir solche Erklärungen über die Offenbarung nur für uns oder für die Mitglieder unserer eigenen Gemeinde behalten. Wir müssen auf viele Menschen auf der ganzen Welt zugehen. Wir sollten es an unsere Nachbarn weitergeben, an die Mitglieder unserer Gemeinden und an alle, die in unserem Umfeld sind. Diese gute Botschaft muss so vielen Menschen wie möglich mitgeteilt werden. Ich werde auch in der Zukunft für jeden beten, durch den Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, für das Seminar arbeitet. Möge Gott jedem die Einsicht für das restliche Seminar schenken. Und ich hoffe sehr, dass Gott weiter seine Worte offenbart
und uns etwas Gutes gibt. Danke, danke. Möge Gott Sie weiterhin segnen. Ich bin Abraham Olanua von der Christlike Church aus Illinois, Chicago. Möge Gott Sie segnen und auf Wiedersehen. Guten Tag, ich bin Pastor Jun Divalent aus Illinois in Chicago. Zuallererst möchte ich Gott dafür die Ehre geben, dass er uns den Weg geöffnet hat, der uns in sein Reich, das ewige Haus, führt. Meine Ehefrau und ich sind sehr dankbar für die Arbeit, die die Shincheonji-Gemeinde Jesu geleistet hat. Wir haben die Predigt über Offenbarungskapitel 2 und 3 gehört und haben uns entschieden, auch die Videos über andere Kapitel zu hören. Wir sind von dem Offenbarungsseminar zutiefst beeindruckt und haben sehr viel Segen empfangen. Ich danke Gott und Jesus dafür, dass sie uns durch Schwester Jacqueline und Schwester Edith zu diesem Seminar geleitet haben. Ich danke Ihnen nochmals und bin sehr gespannt auf die kommenden Videos über die Offenbarung. Alle Ehre gebührt Gott und im Namen Jesu bedanke ich mich herzlich für diese Gelegenheit. Es ist mir eine Ehre, an diesem Seminar teilzunehmen. Ich danke auch der Schwester, die mir erlaubt hat, an diesem Seminar teilzunehmen. Die Wahrheit ist ein wunderschönes Predigtthema und gleichzeitig ein Thema, das sehr komplex ist. Tatsächlich ist es aber möglich, uns tiefer mit diesem Thema auseinanderzusetzen, so wie es der Prediger im Seminar erwähnt hat. Die Offenbarung ist sehr komplex und beinhaltet sehr schwere Inhalte, weshalb man sie eigentlich nicht vollständig verstehen kann. Doch der Prediger in dem Video erklärt sie sehr verständlich. Der Prediger erklärt die Inhalte der Offenbarung sehr klar und verständlich. Es kann daher so vorkommen, als wenn die Offenbarung ein Buch wäre, das allgemein leicht zu verstehen ist. Dabei ist die Offenbarung eigentlich ein Buch, das sehr schwer zu verstehen ist. Das merkt man, je intensiver man sich damit beschäftigt. Möge der Herr Sie segnen. Ich fand das Seminar sehr interessant. Der Prediger sagte, dass man sich zu jeder Zeit die Chance geben sollte, alles zu erkennen, was in dem Licht des Wortes ist. Aus dem Grund haben wir an dem Seminar teilgenommen. Wir werden zu einem Entschluss kommen, nachdem wir all dies erfahren haben. Nun haben wir damit angefangen. Es war für uns eine erfüllende Zeit. Wir sehen, dass unsere Aufgabe darin besteht, das Wort weiterzugeben. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Ich freue mich, über Gott zu lernen und möchte noch mehr über ihn erfahren. Ich finde vieles sehr schön und interessant. Ich sehe daran, dass der Christus in unserem Herzen ist. Jesus ist unser Ein und Alles. Lieber Vorsitzender Helly, ich bin sehr glücklich, weil ich dieses Wort lerne. Gott arbeitet durch Sie. Sie bringen uns die Worte der Prophezeiung bei, die sehr wichtig sind. Ich lebe in einem ländlichen Dorf in Indien und leite eine Gemeinde. Ich habe vorher noch nie über die Worte der Prophezeiung gelernt. Ich danke Ihnen sehr dafür, dass Sie uns und den Mitgliedern meiner Gemeinde das Wort Gottes lehren. Ich bin davon überzeugt, dass wir durch dieses Wort täglich gesegnet werden. Möge Gott Sie bei Ihrer großen Verantwortung für die große Arbeit begleiten und die Mitarbeiter von Shincheonji segnen. Als ich die erste Predigt von dem Seminar gehört habe, habe ich realisiert, dass ich dieses Wort unbedingt lernen muss. Ich habe durch alle Inhalte, die ich während des Seminars gehört und gelernt habe, viel Gnade von Gott empfangen. Es war für mich wie ein großer Segen. Immer wenn ich in der Offenbarung gelesen habe, sind bei mir viele Fragen entstanden, zum Beispiel, warum passiert das Ereignis? Geschieht es wirklich so, wie es wortwörtlich geschrieben steht? Genau dann bin ich zu dem Offenbarungsseminar eingeladen worden. Ich wusste, Gott hat mein Gebet erhört.
denn ich habe mir von ganzem Herzen gewünscht, über die Offenbarung zu lernen. Ich arbeite als Pastor und habe bis heute viele Pastoren aus meiner Region getroffen. Ich habe jeden, den ich getroffen habe, darum gebeten, mir die Offenbarung beizubringen. Ich bekam immer wieder die gleiche Antwort, nämlich, dass die Zeit noch nicht gekommen sei, in der es möglich ist, die Offenbarung zu lernen. Es hieß, dass es später möglich sein würde. Mehr als eine solche Antwort habe ich nie erhalten. Dann bin ich auf das Offenbarungsseminar von Chinchonji gestoßen. Dieses Seminar ist die Gnade Gottes und ein großer Segen. Ich erinnere mich an die Predigt über die Offenbarung, Kapitel 2 und 3. Bevor ich die Predigt vom Seminar gehört habe, habe ich mich immer gefragt, ob die Engel der sieben Gemeinden Wesen sind, die von der geistlichen Welt des Himmels oder von der Erde sind. Als ich die Erklärung über die Kapitel im Seminar gehört habe, ist mein Herz mit Freude erfüllt worden. Von diesem Moment an war ich fest davon überzeugt, dass diese Worte die Lehre Gottes sind. Lieber Vorsitzender Herr Lee, ich danke Ihnen nochmals für diese Gelegenheit. Guten Tag. Ich heiße Raul Jorge Sulca. Ich bin ein Pastor aus der Stadt Luque in Paraguay. Ich lerne zurzeit die Bibel von Chinchonji. Und ich möchte in Chinchonji noch viel mehr über die Bibel lernen. Ich habe eine sehr grundlegende Lehre über die Bibel bekommen, die ich brauche, um die Bibel klar zu verstehen und zu erkennen. Ich möchte diese Worte auch den Mitgliedern der Gemeinde beibringen, die ich leite. Ich möchte ein Hirte sein, der dazu in der Lage ist, seine Herde zu erziehen. Aus diesem Grund möchte ich auch mehr über den neuen Bund lernen. Ich bin sehr beeindruckt, wie klar und tief die Erklärung ist, die die Chinchonji-Gemeinde über die Bibel gibt. Ich halte Ihre Erklärung über das offenbarte Wort für etwas sehr Besonderes. Amen. Guten Tag, ich bin Rosalinda Ruiz Diaz aus Luque in Paraguay. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich die Gelegenheit bekommen habe, das Wort von Chinchonji zu lernen. Ich möchte das Wort weiterlernen und tiefer verstehen. Ich habe erkannt, dass es sich um eine Lehre von einem hohen Niveau handelt und dass Gott sie mir gegeben hat, damit ich sie in meinem Herzen wie einen Schatz einpräge. Dieses Wort hat mein Leben verändert. Darum möchte ich es auch den Mitgliedern meiner Gemeinde predigen und sie in das Wort der Wahrheit leiten. Ich möchte den neuen Bund erkennen und zu einem Hirten werden, der dazu in der Lage ist, seine Herde zu erziehen und zu beschützen. Ich habe eine große Inspiration durch die Predigt über die Worte der Offenbarung empfangen. Die klare Erklärung über die Wahrheit ist uns gegeben worden. Amen. Guten Tag, ich bin Norma aus Argentinien. Mein Ehemann und ich leiten zusammen eine Gemeinde. Wir haben in der Stadt Santa Fe in Argentinien für 20 Jahre gearbeitet. Wir sind erstaunt über alles, was wir in letzter Zeit durch das Seminar empfangen haben. Die Lehre über das Wort und die Erkenntnis, die wir gewonnen haben, sind wirklich erstaunlich. Ich möchte gerne den Mitgliedern meiner Gemeinde vieles mehr vermitteln können. Ich möchte zu einem Pastor werden, der seine Herde mit dem Wort weidet, der das Leben gibt. Und ich möchte mehr über den neuen Bund erfahren. Es ist erstaunlich, wie genau Chinchonji die Offenbarung erklärt. Ich bin dankbar dafür, die Bibel von Chinchonji zu lernen. Grüße an alle, die in der Gnade und im Frieden Jesu leben. Ich bin Gabriel Brum und arbeite als Pastor in der Stadt Rivera in Uruguay. Und ich wohne an der Grenze zwischen Brasilien und Uruguay. Es ist mir eine Ehre, Ihnen mein Zeugnis mitzuteilen. Ich habe in diesem Jahr zusammen mit der Gemeinde von Neuer Himmel und Neuer Erde die Bibel gelernt. Das geöffnete Wort über die Offenbarung hat mein Herz erfüllt. Ich habe die Gnade erhalten, an dem Bibelstudium von Chinchonji teilnehmen zu dürfen. Ich habe vorher noch nie etwas von der Offenbarung verstehen können. Dank Chinchonji verstehe ich jetzt die Offenbarung. Ich konnte auch die erfüllte Realität der Offenbarung sehen, die für uns offenbart worden ist. Ich fühle mich geehrt, am Bibelstudium teilzunehmen
und die tiefe Bedeutung der Bibel verstehen zu können. Danke, dass Sie uns helfen, das Wort Gottes in unseren Gedanken und unserem Herzen einzuprägen. Ich möchte dem Vorsitzenden, Herrn Lee, dafür danken, dass er uns die Gelegenheit gibt, das Wort Gottes zu studieren und es viel besser zu verstehen. Das Seminar ist eine hervorragende Chance, um zu erkennen, für welches Ziel Jesus vor 2000 Jahren auf die Erde gekommen ist. Jeder kann das Evangelium lernen. Ich danke Ihnen, Herr Lee, für all die Arbeit, die Sie tun, und für Ihre kostbare Berufung danke ich Ihnen. Mit einem vernünftigen Material und einer korrekten Lehre kann die Erkenntnis der Bibel den Menschen weitergegeben werden und wir können ein Teil des Leibes Christi werden. Mit dem Evangelium des Herrn kann man es schaffen, viele Seelen zu retten. Ich halte das nicht für selbstverständlich, dass der Vorsitzende von Shincheonji, Gemeinde Jesu, des Tempels des Zeltes des Zeugnisses, diese Arbeit tut. Ich sehe das in der Tat als ein großes Privileg an, die Chance bekommen zu haben, das Wort nach der Bibel zu lernen. Es ist mir eine Ehre, als einer der Pastoren der Giturai Church of Christ ein Teil der großartigen Familie geworden zu sein, die gemeinsam auf der Reise zu dem Ziel ist, das sie erreichen wollen, bevor Jesus wiederkommt. Wir werden eine wichtige Rolle spielen, um viele Menschen zu Christus zu führen. Wir werden arbeiten, damit viele Menschen zu Jesus finden und den Weg für die Errettung finden. Ich selbst bin sehr glücklich, dass ich an dieser Reise teilnehmen darf. Ich bin sehr froh und dankbar für die Gelegenheit, das Wort Gottes zu lernen. Es ist mir wirklich eine Ehre. Ich danke auch dem Vorsitzenden Herr Lee für die Gelegenheit, die er gegeben hat, damit viele Menschen, einschließlich uns, das Wort Gottes erkennen können. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Möge Gott Sie bereichern, Ihnen seine Kraft geben und noch mehr durch Sie arbeiten. Vielen lieben Dank für all die Arbeit, die Sie tun, damit alle Menschen das Evangelium des Kreuzes empfangen und annehmen. Ich wünsche Ihnen viel Segen Gottes. Guten Tag, ich bin George Bosire und arbeite als Pastor in Nairobi, Kenia. Ich habe vor kurzem über die Arbeit erfahren, die der Vorsitzende Herr Lee tut und freue mich sehr, ein Teil davon zu sein. Viele Menschen in Kenia leiden in dieser Zeit. Es freut mich deshalb, darüber zu erfahren, dass Gott gerade an verschiedenen Orten der Welt arbeitet. Ich fand das Offenbarungsseminar besonders. Ich habe viel Neues gelernt. Ich werde das Wort an die Mitglieder meiner Gemeinde und auch viele andere Menschen weitergeben. Wir möchten gerne auch in Nairobi mehr Programme solcher Art veranstalten. Vielen Dank nochmal für alles. Hallo, ich heiße Senkai Alex und arbeite als Pastor der Gemeinde Heaven on Earth Church in Kampala in Uganda. Es ist mir eine Freude, bei Ihnen zu sein.
und die Gelegenheit zu haben, die Verkündigung über das Buch der Offenbarung zu hören, die die Shincheonji-Gemeinde auf der ganzen Welt predigt. Das offenbarte Wort, das ich von Shincheonji gehört habe, ist die Wahrheit. Sie ist ausgezeichnet. Lieber Vorsitzender Herr Lee, ich danke Ihnen für die Arbeit Gottes, die Sie tun. Sie haben das offenbarte Wort zu der ganzen Welt gepredigt. Sie haben uns die Erkenntnis über das Geheimnis des Himmelreiches und der Offenbarung gelehrt, Dinge gezeigt, die wir vorbereiten müssen, und den Ort gezeigt, an dem wir die Wahrheit erkennen können. Vielen Dank nochmal. Ich verspreche Ihnen, dass ich weitere Predigten von Ihnen hören werde. Guten Tag, ich heiße Donnie Mark Pateris und arbeite als Jugendpastor in Zamboanga del Sur, den Philippinen. Ich danke Gott sehr für die Chance, durch das Online-Offenbarungsseminar über das Wort der Verheißung von Jesus und seine Erfüllung zu lernen. Ich hoffe sehr, dass das Seminar viele junge Menschen dazu anregt, Jesus kennenzulernen. Es ist wirklich eine große Gelegenheit, die Predigten über das Wort der Offenbarung und die Erfüllung, die die Shincheonji-Gemeinde anbietet, kostenlos zu hören und zu lernen. Ich danke dem Vorsitzenden Herrn Lee, der all dies vorbereitet hat. Ich hoffe, dass außer mir viele andere Menschen an dieser schönen Gelegenheit teilhaben. Ich bin überzeugt, dass das Seminar für viele Menschen der Wegweiser zu Jesus sein wird. Aus diesem Grund möchte ich die Partnerschaft mit Shincheonji schließen. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen viel Segen. Guten Tag, ich bin Fe Mangaku Flores und bin tätig als Pastor im Verwaltungsbereich bei der Gemeinde Life Giving Stream Gospel Outreach. Die Predigt des Seminars über die Prophezeiung und Erfüllung der Offenbarung war für mich eine große Inspiration. Der Prediger hat es so klar und verständlich gesprochen. Ich bin so glücklich, dass ich endlich die Offenbarung verstehen kann. Ich werde das Seminar, in dem jedes Kapitel der Offenbarung erklärt wird, meinen Kollegen, Freunden und den Mitgliedern der Gemeinde weiterempfehlen. Ich hoffe sehr, dass Sie alle dieses Wort hören und verstehen werden. Aus diesem Grund will ich sehr gerne die Partnerschaft mit Shincheonji schließen und werde das Wort, das ich gelernt habe, an die Mitglieder unserer Gemeinde weitergeben, nachdem das Online-Offenbarungsseminar abgeschlossen worden ist. Ich habe in den letzten Tagen die Predigt des Seminars angesehen. Ich fand sie sehr nützlich. Shincheonji bietet erstaunliche Lehrinhalte an. Guten Tag. Ich arbeite seit 2 Jahren als Pastor in der Gemeinde My Redeemer News Church. Ich freue mich sehr, Sie alle kennenzulernen. Ich habe an dem Seminar teilgenommen und finde es sehr wertvoll. Ich habe durch das Seminar vieles gelernt und bin glücklich, dass ich an dem Seminar teilnehmen konnte. Ich werde an weiteren Seminaren teilnehmen. Preis den Herrn! Vielen Dank für die Predigt. Der Herr segne Sie und Ihre Gemeinde. Auch ich werde für Sie beten. Guten Tag. Ich heiße Herr Bhaskar. Ich bin von der Gemeinde Church of Christ. Die Gemeinde
ist in Chennai, in Indien. Ich arbeite zusammen mit 5 anderen Pastoren. Ich habe im Seminar das Wort der Wahrheit Gottes gehört. Ich bin glücklich und habe große Inspiration gewonnen. Auch heute habe ich an einem weiteren Offenbarungsseminar teilgenommen. Ich bin jetzt sehr, sehr glücklich, denn die Lehre ist so klar und deutlich. Ich werde das Wort, nachdem ich es fertig gelernt habe, den Mitgliedern meiner Gemeinde, den Pastoren und meinen Kollegen weitergeben. Ich werde auch in andere Regionen fahren und werde dort die Lehre der Wahrheit auf unserer Regionalsprache weitergeben. Den Pastoren unserer Gemeinde werde ich die Lehre auf unserer Regionalsprache weitergeben. Und für die Pastoren anderer Gemeinden werde ich das auch tun. Und dafür will ich die Partnerschaft mit Shincheonji schließen. Wir werden das Zeugnis über die Wahrheit empfangen und viele Menschen lehren. Wir sind eins.